So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Gerade in diesem Moment hat der DAX jetzt die 11.000er-Marke erreicht und somit sich sehr schön von der unteren Unterstützung abgesetzt. Gestern im Chat, beziehungsweise eben auch im Video, oder eigentlich eher nur im Chat, war ich noch nicht so positiv gestimmt, eben ja wegen den anderen Ereignissen. Aber Amerika hat eben am Nachmittag wieder einen bullischen Konter gesetzt. Und heute Morgen hatte ich dann jetzt eben erwähnt, dass man jetzt hier dieses Setup mit einem Stopp direkt hier unten eben platzieren könnte oder beziehungsweise starten könnte. Ja. Und jetzt eben nochmal im Tief heute der DAX auf die 10.923 zurückgesetzt und aktuell stehen wir eben jetzt an der 11.000er Marke. Also von dieser Seite passt alles. Der Stopp müsste bzw. bleibt eben noch dort unten, könnte aber theoretisch schon an diese 4-Stunden-Kerze hochgesetzt werden. Ziel ist einfach, dass dieser Trade nicht mehr in den Verlust kommt. Ob man jetzt eben bei 10.950 oder auch bei 30 eingestiegen ist. Also Ziel ist definitiv hier den Stopp nach oben zu versetzen, aber sinnvoll und nicht direkt sofort jetzt. So, weiter. Wir können dann nur kurz den DAX eben noch im Tageschart anschauen. Hier hat es sich eben wieder von der Rainbow-Oberkante ein Stück abgesetzt und kämpft jetzt. Ob das jetzt ein Kampf ist, sei mal dahingestellt. Aber hier touchiert er eben wieder die dominante Abwärtstrendlinie. Ja, seit dem Hoch eben von 12.400 Punkten. Mehr gibt es eigentlich hier nicht zu sagen, außer dass natürlich, wie ich auch gestern schon in den Videos erwähnt habe, dass die Trefferquote definitiv nicht so hoch bleiben kann. Das ist eigentlich fast undenkbar. Deswegen immer vorsichtig und die Positionsgrößen dementsprechend anpassen. Zu den anderen Setups kommen wir kurz noch, die ich gestern vorgestellt habe. Das ist hier eine amerikanische Aktie, die 3M, die im Dow Jones notiert ist. Hier ist eigentlich, wie gesagt, ein relativ gutes CRV gewesen. Den Stopp direkt hier oben belassen. Und schauen, ob sich der Kurs eben in Richtung 154 eben bewegt. Beim Gold hat sich eben hier das kurzfristig eben ergeben, ist aber eben an dem 200-Tage-Durchschnitt eben abgeprallt. Und notiert jetzt wieder knapp unter bzw. an der 1075er Marke. Im Text war eben erwähnt, hier ist es eben auf Stundenbasis gewesen und das Signal, die Triggermarke und hier eben dann direkt, und das war sowieso erwähnt, die bessere Marke. Die Texte findet man im Stream oder eben auf dem Godmod Trader Seite. Und hier das absolute Kaufsignal ist zwar relativ weit oben, aber hier ist es ein sehr aussagekräftiges Signal. Deswegen hier bleibt man jetzt eher auf der Seitenlinie. Beim Öl gab es gestern auch ein Setup, was eben mit einer Positionsgröße eben gefahren worden ist. Ist dann hier an der horizontalen Widerstandslinie bei 43 abgeprallt. Hier habe ich eben gestern auch in dem Video erwähnt, man muss hier vorsichtig sein, weil sich hier eine bärische Flagge ausbilden könnte. Und aktuell sieht es auch nicht mehr besonders bullisch aus, aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Der Kurs steht im Tageschart über dem EMA10, hatten wieder unten touchiert, also kann man, oder beziehungsweise ich lasse mich jetzt davon noch nicht beeindrucken und bleibe hier
mal diesem Setup treu. Aber man sollte es definitiv nicht übergewichten. So, das wäre es erstmal von meiner Seite aus. Ich werde den Bund Future und noch ein Währungspaar im Laufe des Tages dann vorstellen. Vielen Dank und wir hören, sehen uns oder lesen uns dann später.